Liebe VV-Fans, zum letzten Mal im Jahr 2019 ein herzliches Willkommen zum VV06 TV, präsentiert von der EFI und der GBG Wohnen in Hildesheim. Vor Anpfiff des Spiels also eine ganz, ganz tolle Aktion der Mannschaft, die sich hier bei den mitgereisten Fans bedankt hat. Das sollte aber nicht der einzige Dank sein. Die Spieler sollten es auch mit ihrem Spiel zurückzahlen. Von Anfang an waren die Spielanteile hier ganz klar zugunsten des VfV verteilt. Sonne stibitzt hier einen Ball und leitet damit einen Konter ein. Über Janis Latov kommt es hier dann fast zum 1:0. Sonne scheitert richtig knapp. Ganz, ganz stark spielte an diesem Tag auch Yannick Schulz auf, der hier einen Ball abfängt und dann einen Konter selbst einleitet und richtig gut abschließt. Der geht knapp vorbei. Aber auch die Italiener aus Wolfsburg wehrten sich. Hier kommt Andrea Rizzo fast zum 1:0. Ehe Yannick Schulze wieder mal seinen rechten Fuß beweist mit einem wunderschönen Schuss. Die gewohnte Kombinationsfreudigkeit konnten hier wieder mal Bagdadi und Zlatkov unter Beweis stellen. Die Flanke von Bagdadi hier gefährlich, aber der Keeper kann den Ball dann noch entschärfen. Aber auch Lupo Martini kommt immer wieder zu Kombination, hier entschärfte Kohn. Zwischendurch konnten also auch die Wolfsburger immer wieder gefährliche Stichpunkte setzen. Hier durch Konieczny, ehe dann aber ganz kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit Zlatkov zum 1:0 einschiebt. Franke und Bagdadi hatten den Freistoß schnell ausgeführt. Nach der Halbzeit spielte Schulle wieder stark auf und setzte Abschied in Szene, ehe an Ecke von Franke den Kopf von Jan Zlatkov findet, der zum 2:0 einköpft. Die Wolfsburger blieben aber indessen bemüht, versuchten sich hier immer wieder mit offensiven Aktionen über Rizzo oder Tuccio. Ehe aber der eingewechselte Sukel mit diesem Tor des Tages alle Hoffnungen der Wolfsburger zerstören konnte. Ein wahrlich schönes 3:0. Den Schlusspunkt an diesem denkwürdigen Tag setzte dann Bagdadi mit einem direkt verwandelten Freistoß aus gut 27 Metern. Ehe Mannschaft und Fans diese wunderbare Zwischenbilanz vor der Winterpause gemeinsam bejubelten. Der VV06 wünscht allen einen schönen Rest Dezember, eine schöne Weihnachtszeit und hoffentlich ein Wiedersehen beim EFI Cup. Präsentiert wurde das Ganze von der GBG Wohnen in Hildesheim und der EFI, ihrem Partner für Energie.